Herzlich willkommen, liebe RPG-Maker-Freunde, zu einem Let's Replay Obscura, The Seven Warrior Abaddon of Demon Sister. Ich hatte Bock, mal nach den ganzen Jam-Spielen mal wieder so ein richtig schönes Second Slate zu daddeln, dachte, oh, spielst du mal eine Runde Outrageous irgendwas und hab ein bisschen so bei der Valve Games Homepage rumgescrollt und da hab ich gesehen, ja, stimmt, Val hatte mir vor geraumer Zeit gesagt, dass es das Obscura ein Update bekommen hat. Sogar mit mehr Content und allem drum und dran. Und dachte ich, jawohl, schaust du da nochmal rein, haust du das nochmal rein in die Kiste. Und dann dachte ich, oh ja, weißt du, wer noch Bock hat auf Obscura? Ihr, hoffe ich zumindest. Wenn nicht, dann guckt das Video halt nicht. Ja, es gibt wie gesagt ein Content-Update. Es gibt wohl, man kann wohl Dark spielen. Da bin ich sehr gespannt, was da passiert. Ich werde zu dem, was Standard-Content ist, jetzt nicht viel sagen. Ich hatte auch kurz überlegt, ob ich einen Speedrun mache zu der ganzen Geschichte. Aber weil ich halt wahrscheinlich schon vieles von dem Spiel kenne. Aber dadurch, dass halt wie gesagt neuer Content dazu gekommen ist, will ich den natürlich auch ordentlich präsentieren und da nicht durchrennen. Aber alles andere, was wir schon kennen, also zumindest ich und diejenigen von euch, die da die ersten beiden Videos schon gesehen haben, das werde ich jetzt hier recht stiefmütterlich behandeln. Falls euch das gesamte Spielkonzept interessiert, dann guckt euch halt die komplette Reihe an. Es sind bisher zuzüglich von diesem Video drei Videos. Ich hoffe, dass ich das hier in einem Video schaffe, sonst muss ich das hier neu aufnehmen und korrigieren. Ja, wie gesagt, die anderen Videos haue ich euch in die Kommentare rein, also in die Videobeschreibung rein. Ich werde euch auch noch einen anderen Link in die Videobeschreibung packen. Denn was ich nicht müde werde zu erzählen, ist, dass die Geschichte von dem Spiel, also nicht die Geschichte, die hier in dem Spiel stattfindet, sondern wie es zu diesem Spiel gekommen ist. Und zwar gibt es das Spiel, oder es gibt es noch nicht, es ist eine Entwicklung, The Seven Warrior von Kias. Habt ihr bestimmt schon was von gelesen, gibt es im Forum ganz viel zu sehen und ja, zu erleben. Hau ich euch, wie gesagt, auch hier rein in die Videobeschreibung, klickt mal. Und der Val von Val Games hat sich gedacht, er macht dazu einen Spin-Off. Und da geht es halt um Abaddon, die Schwester von Dark, den ja, Protagonisten in The Seventh Warrior. Und das finde ich halt total cool. Also kann ich gar nicht oft genug sagen. Stirb! Kann ich gar nicht oft genug sagen, dass das einfach das Geilste ist in der RPG-Maker-Community, wenn du ein Spiel machst. Und jemand anderes macht halt einen Spin-Off von deinem Spiel oder integriert deine Charaktere so als Easter Egg und als Feature in deinen Games, finde ich super cool. Deshalb mag ich auch diese ganze Fighters-Reihe von Outrageous, wo halt die coolsten Leute aus den verschiedensten Spielen mit auftauchen. Das finde ich total, total geil. Und eine Sache ist halt, seine eigenen Spiele, also seine Charaktere von seinen eigenen Spielen gegenseitig sich featuren zu lassen. Was anderes ist aber halt einfach, Spiele von vollkommen anderen Entwicklern zu nutzen. Und super cool. Deshalb mag ich das Spiel so unglaublich gerne. Ja, noch dazu, spielt es sich halt einfach richtig geil. Das ist halt die Out-Engine, wenn man so möchte. Nur noch mal ein bisschen versimpelt. Vielleicht auch ein bisschen einfacher. Ich glaube, es war der Vorläufer von Outrageous. So technisch gesehen. Story-technisch haben die natürlich gar nichts miteinander zu tun. Und Obscura sieht der guten Verena ganz ähnlich. Und deswegen gibt es bei Fighters ganz witzige Dialoge zwischen den beiden. Waren das schon alle? Ne, irgendwo hat sich einer versteckt. Komm raus, wenn du willst. Ja, das war, glaube ich, eins meiner ersten Spiele von Valve Games. Ich hatte erst Hunter Tower gespielt gehabt und danach kam ich, glaube ich, hier rauf. Ich weiß nicht, relativ früh. Oh, das war ja Mist, was ich gerade gemacht habe. Und Dämonenring ist halt hart OP. Jetzt habe ich den Faden verloren. Warum ich auch keinen Satz zu Ende spreche und immer gleich wieder einen neuen anfange. Irgendwo muss ich wieder noch einer verstecken. Irgendwo ist einer hängen geblieben. Oder nicht? Kann ich einfach weiter? Nö. Ja, ich bin gespannt. Es hat drei Level. Eigentlich den Friedhof, den Brückenkopf und so eine Höhle. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Um den Konsens des Spiels zu folgen. Wahrscheinlich Dämonenhöhle. und ich bin gespannt, inwiefern etwas dazugekommen ist. Vielleicht ist es auch
a Secret. Vielleicht ist das alles Bonus-Content, was neu ist. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht kommen wir auch völlig regulär in den Genuss eines neuen Charakters. Auch irgendwie das Gefühl, dass er die Specials beschleunigt hat, also die Verfügbarkeit der Specials. Kann aber auch, kann ich mich auch irren. Weil das hat er bei Outrageous, bei Fighters ja irgendwann mal gemacht. Boah, hat er uns noch eine verpoolt, bevor er gestorben ist. Der Sausack. Ja, mir hat die Action auch gefehlt. Nicht, dass ich in letzter Zeit irgendwie mistige Spiele gespielt habe oder so, aber ab und zu, da will man einfach mal nur Button-Mashing betreiben. Ich habe in letzter Zeit auch viel Diablo gespielt. Weil Diablo so, also Diablo 3 einfach so ein übertrieben einfaches Spiel ist. Und ich halt auch einfach mal darauf stehe, nicht nachdenken zu müssen, wenn ich ein Spiel spiele. Okay, krass. Die hat auf jeden Fall tougher gemacht. Stirb! Die habe ich eine Zeit lang mal beim ersten anderen platt gekriegt. Ah, ich wollte nichts verraten. Guckt in das Video rein, wie ich die platt gemacht habe. Die Self-Spoils sind auf jeden Fall neu. Jetzt habe ich jetzt schon wieder gesehen, dass ich einen nicht mitgenommen habe. Das macht aber nichts. Aber wir können ja auf der Map auch speichern. Dann drücken wir mal X. Speichern wir hier. Vielleicht mache ich dazu auch mal einen Speedrun. Aber der kommt dann, wenn dann auf Agent Penguin Master. Hier kommen nur reguläre Let's Plays, wo hier stabilen Content liefern und nicht irgendwelche dusseligen Speedruns. Das hat hier auf dem Kanal meiner Meinung nach nichts verloren. What? Oh, ich weiß, ob ich an diesem Brückenkopf gesessen habe. Durch hier. Da muss man mal ein bisschen aufpassen. Genau, weil gerne mal das passiert. Dass man hier auf der anderen Seite gleich herzlich in Empfang genommen wird. Schön. Stabil durchgekommen. Hier kam, glaube ich, ein Minotaurus oder ein Golem oder sowas. Jawohl. Oder das halt. Ein Oger. Heilige Hölle. So ein geiler Spruch. Heilige Hölle. Einer meiner Lieblingsbands heißt Holy Hell. Was ist jetzt passiert? Ich kann mich nicht bewegen. Nein! Nein! Obscura, tu was! Mach was! Okay, krass. Konnte mich nicht bewegen. Ich bin irgendwie im Skill weggebuggt, weil ich angegriffen wurde, glaube ich, in dem Moment, wo ich einen Skill loslassen wollte. Ein Glück haben wir genau hier gespeichert. Das ist im Vergleich zu Outrageous halt auch mega einfach. Hey! Lebt ja noch. Mega einfach, sagt er, und dir fast umgebracht. Was ist da los? Geht sterben! Die sind ja tougher als ihre Vorgänger-Dudes hier. So. Bla bla bla. So, und damit sind wir schon in der letzten Höhle angekommen. Nach stabilen 10 Minuten. Ich hätte echt einen Speedrun draus machen sollen. Vielleicht mache ich noch einen. Vielleicht mache ich direkt hier nach eine Speedrun-Aufnahme. Gucken wir mal. Das bietet sich bei dem Spiel halt irgendwie an. Was für eine Mystery. Ja, komm.
Oh Gott, wie ging das? Gab's was? Können wir sie nicht auch rüberfliegen? Ah, hier muss man ein bisschen in die Ecke denken. Ja, ich wusste es doch, irgendwas war hier. HP haben wir voll, brauchen wir dort nicht hin. Und die kann nicht so gut fliegen wie Verena. Verena ist ein bisschen besser. Also sie kann hier nur ein bisschen springen und gleiten. So, wie war das hier? Ach, da unten lang, wa? Schon lange nicht mehr hier gewesen. Was, was? Irgendwas wurde aus der Vertiefung entnommen. Aha. Hier liegt eine Art Fragment. Das ist neu. Das ist neu. Vielleicht passt das Fragment in die Vertiefung. Na, das war doch gar nicht so schwer gewesen. Okay, hier scheint es loszugehen mit neuem Content. Aber ich weiß immer noch nicht, wo wir weiterkommen. Diese Höhle scheint eine Art Mine zu sein, wo Erz abgebaut wurde. Ach so, jetzt kommen wir. Alles klar, jetzt kommen wir durch. Da hat etwas gefehlt in dem Loch, was wir reingeschoben haben. Und daraufhin konnten wir dann durchgehen. Das erschließt sich mir nicht so ganz. So, und hier müssen wir jetzt den Dämonenring einsetzen. Was auch ziemlich sweet ist, muss man halt erstmal wissen. Was ist das für eine eklige Luft? So. Was passiert hier? Genau, das kennen wir. An dem Steg haben wir gestanden. Und da sehen wir... Ich sah meinen Bruder, wie er das Boot bei der Bucht zerstörte. Das war pure Absicht, er hat mich betrogen. Seine eigene Schwester! Damit ist sie real pissed. Und ich sah ihn herkommen. Er weiß, dass ich aktiv bin. Dafür wirst du bezahlen, Bruder. Da liegen Überreste auf dem Boden. Vielleicht ein toter Ritter? Ja, das wird auch nicht geklärt, weil wir hier einfach so tot rum nicht. So, jetzt kommt aber, glaube ich, noch ein ziemlich cooler Bosskampf hier hinten. Ja, meine Erinnerungen lassen langsam ein bisschen nach, wie das hier so abging. Der letzte Raum der Höhle. Und wo ist die Antwort auf alles? Was ist das? Ja, genau. Ikidiget Meuche. Oh, mein Teufel. So, dann gibt's halt hier den. Oh, fuck it. Oh Gott. Ich habe halt zuletzt weit weg gespeichert. Oh je. Ah ne, hier an der Stelle. Ja, da muss ich mich wieder reinfriemeln, wie das war, wie man den... Ich hätte hier erst reingehen und dann speichern sollen. Jetzt muss ich das jedes Mal wiederholen, nachdem ich geladen habe. Naja, ist schon okay. Ist jetzt nicht so viel. Ja, wie hat man das Vieh nochmal platt gemacht? Man muss ein bisschen drauf achten, weil sonst diese Säulen aus dem Boden kommen, die mächtig Autsch machen. Und ansonsten muss man eigentlich nur draufhauen auf das Vieh. Das ist, glaube ich, immobil. Es bewegt sich, glaube ich, nicht. Hm. Ja, wir gucken mal. Mir war so, als wenn dieser eine Stein da rechts, wenn man den gut nutzen konnte, um das Vieh zu attackieren, ohne selbst Schaden zu bekommen. Aber da kann ich mich auch irren. Also der hier? Na, wir werden sehen. Ah ja. Das kündigt. Ah, man kann es nur angreifen, wenn die Augen da sind. Das kommt auch noch dazu. Oh, das ist schon ordentlich kassiert. Also, wir. Das Vieh leider nicht. Okay, das Vieh auch.
ordentliche, unheilige Scheiße. Das ist... Die Dialoge. Genau, jetzt kommt er hier. Okay, das ist ein großes Problem. Aber er legt sich da halt instant wieder hin. Riesige Kreatur schläft, kein Kommentar. Das ist halt schon irgendwie witzig. Ich weiß nicht, ob das ein Insider ist oder einfach nur eine eindeutige Erkennung, dass du jetzt hier nicht mehr lang sollst. Allerseits beliebte Allesfresser. Leider haben wir die Heilung vorhin schon. Was? Vorsichtig verhalten? Frontalangriff? Das ist auch neu. Frontalangriff! Ach egal, wenn es mit mir anlegen will, wird zerstört. Okay, ab jetzt werde ich ein bisschen... werde ich die Dialoge nicht mehr so durchskippen. Ab hier scheint wieder ein neuer Content zu sein. Warum komme ich hier nicht mehr durch? Hä, wo sind meine Flügel hin? Was passiert? Alter, was? Gehen wir nochmal zurück. Ich komme auch hier nicht mehr raus. Ist hier irgendwas, was ich hätte sehen, was ich sehen müsste? Ich kann mit nichts mehr interagieren. Und irgendwie ist mein Charset halt auch falsch. Da gehört eigentlich eine Obscura mit Flügeln hin. Wo sind die jetzt hin verschwunden? Ich werde doch mal einen Bug-Report geben. Gut, dann F5. Funktioniert F5 hier nicht? Gibt es kein Spiel neu starten? Button hier? Ja gut, dann mache ich kurz einen Cut. Das brauchen wir ein bisschen zum Starten. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt nochmal gelegt, den Boss. Und hat auch wieder alles eingesammelt bis hierher. Und jetzt... arbeiten wir einfach ab hier nochmal separat durch. Bin gut durch den Boss gekommen, wie ihr seht. Und deshalb sind wir jetzt hier wieder ein bisschen entspannter. Wir werden jetzt gleich nochmal den Dialog geben, der jetzt kommt. Okay, was waren das für Monster? Irgendwas stimmt hier nicht. Vielleicht sind hier noch mehr und ich sollte mich vorsichtig verhalten. Ah ja. So, ich werde jetzt mal... vorhin haben wir Frontalangriff genommen. Ich gehe zwar immer noch davon aus, dass Frontalangriff hier die richtige Entscheidung ist. Nicht, weil ich Frontalangriffe gut finde, aber weil sie Frontalangriffe gut findet. Aber vorsichtig verhalten ist neu und das würde ich mir jetzt mal angucken, was da passiert. Gut, ich check erstmal die Situation, bevor ich einfach drauf haue. Ach, jetzt zieht sie die Flügel ein, wie vorhin. Sieht aus, wir können auch nichts mehr machen. Okay, ich hoffe, ich kann jetzt irgendwo durchgehen. Okay, das funktioniert. Und jetzt? Was machen die da und wo kommen diese Monster denn plötzlich her? Ich versuche erstmal unentdeckt zu bleiben. Oh! Wie soll ich das machen? Oh, vor allem, ich weiß nicht, was passiert, wenn ich jetzt entdeckt werde. Ich habe halt das letzte Mal gespeichert, bevor ich gegen den Boss kämpfe. Was sonst gar nicht anders geht. Was passiert ist? Was muss ich tun? Haben die einen Sichtradius irgendwie? Der eine, der steht halt direkt in dem Eingang, in dem Gang drin, wo ich lang will. Ach so, kann ich mich ducken. Okay. Den da unten nehme ich. Der jetzt halt auch wieder hochkommt. Jetzt geht er wieder runter. Verpisse er sich. Geh halt irgendwo hin. Boah Gott, das ist ja beschissen gemacht. Geh weg, Sksks! Oh, nee! Von oben kommt der andere jetzt auch.
probiere was. Ja, das ist doch kacke. Wie sollst du denn das machen, wenn er von unten da kommt und der andere kommt da von oben? Wie sollst du nicht da durchschleichen? Das ist, also ich denke mal, die laufen random. Ja, jetzt muss ich nochmal alles machen, weil es gibt keinen anderen Speicherspann dazu. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Selbe Ausgangssituation wie vorher. Ja, es ist halt blöd. Hier müsste nochmal ein Speicherpunkt sein, meiner Meinung nach. Der müsste hier auffrischen, der Speicherpunkt hier. Oder ich hätte den halt von vornherein nicht nehmen dürfen. Weil wenn die sich da unten random bewegen, dann ist es hammerschwer. Ich werde einfach probieren, mich so schnell wie möglich da... Ihr seht ja auch, der steht ja auch direkt hier zu Beginn. Ne? Und also ich denke, es passiert irgendwas, wenn wir es schaffen, durchzusneaken. Aber da muss er da unten sich halt als auch verpissen. Wenn er jetzt nach oben kommt, ist halt scheiße. Weil dann rennen wir ihm entgegen. Es gibt keinen anderen Weg. Ja, oder er kommt ganz hoch. Aber ich denke, wir müssen mindestens mit zwei Feldern Abstand an den Viechern vorbei. Aber solange der in dem Gang oder um den Gang da rumpimmelt, komme ich da nicht durch. Wenn er eine feste Route hätte, könnte ich da irgendwie durchsneaken. Ja, jetzt ist er schon oben. So, dann ich geh da zu deinen Kumpels da oben, klump dich mit denen zusammen. Und so ist Astrein. Wenn du dich jetzt auch noch damit reinstellst in die Linie, dann, wird das gut. Oh, ich glaube, der macht das wirklich. So, jetzt ist der natürlich hier oben. Ja, jetzt stehen sie alle scheiße. Also das ist blöd. Die bräuchten feste Routen dafür. Das ist total... Jetzt kommt der nächste von da unten. Ich werde bescheuert. Wie soll's denn dadurch? Ich probier mal, ob hier oben irgendwas passiert, weil es da so leuchtet. Nö. Ey, wenn die sich da alle am Ausgang klumpen, was soll ich machen? Und einer ist noch drinnen im Gang. Oh, kann ich das damit die Move-Route resetten? Das kann ich machen, das ist gut. Er ist da unten gegangen. Entweder ganz nach unten oder ganz nach oben. Suchst du ja aus, aber mach nicht so ein... Ja, geil, jetzt kommst du hoch, jetzt wo ich nicht mehr nach oben flüchten kann. Wenn das am Ende keinen Unterschied macht, drehe ich am Kabel. Das jetzt nicht klappt, nicht, dass ich das nochmal von vorne machen muss. Starte ich das ganze Spiel von vorne und sehe zu, dass ich den Speicherstand da oben anders angehe. Jetzt geh einen Schritt nach links. Nein, Mann, nach links! Verpiss dich! Oh, ich werd bescheuert! Oh Gott, Alter. Was ist denn das für ein Crap? Oh Mann. Nee, also tut mir leid. Ein Spiel, was Schleichfähigkeiten fordert, muss Schleichmöglichkeiten bieten. Das ist Quatsch. Gut, wir sehen uns gleich. So, alle guten Dinge sind 17. Ich hoffe, das klappt jetzt. Ich habe jetzt das komplette Spiel noch mal ein bisschen gespielt. Bei so einer Abwechslung. Aber ich habe gerade keinen Bock, diesen Boss noch 1000 Mal machen zu müssen. Ich habe den Speicherstand im vorigen Raum nicht geholt. Genauso wie ich diese Vase nicht gefüllt habe. Ich hoffe, dass ich das jetzt
machen kann. Wenn nicht, drehe ich durch. So. Soll die Folge passieren? Ach ja, erstmal kommt der Dialog. So, das heißt, ich werde jetzt hier die Vase gefüllt. So. Ist klar. Aber was stimmt hier nicht? Vorsichtig verhalten. Vorsichtig verhalten. So, ich gehe hier hoch. Hol mir jetzt dieses Event. Was ich nicht machen kann, weil ich mit dem Schwert nicht zuschlagen kann, weil ich mich vorsichtig verhalte. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ah! Das ist so schlimm! Das ist so unsagbar schlimm! Oh, 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 oh. Warum tust du uns so etwas an? Also nochmal das Ganze! So. Jetzt muss es aber klappen. Ich habe jetzt nochmal alles gespielt. Ich habe jetzt auch vor dieser Höhle nochmal gespeichert, nur zur Sicherheit. Habe das jetzt eingesammelt, habe aber den Speicherstand im Raum zuvor nicht benutzt. So. Machen wir die erstmal kaputt hier. So. Schleichen. Wir speichern mal da. Und jetzt können wir das hier wenigstens ein paar Mal versuchen. Hoffe ich. So. Aber ab, ab, ab. Willst du direkt noch was testen? Okay. Das wollte ich direkt wissen, ob ich selbst hinter ihnen, also ob ich direkt hinter den Viechern lang gehen kann. Das geht nicht. Das fand ich jetzt wichtig. Gerade um da unten an dem einen Typen noch vorbeizukommen. Das geht nicht. Ihr müsst also mindestens mit 2 Feldern Abstand an ihnen vorbei. Und das probieren wir jetzt mal. Das wird hammerknifflig. Also eigentlich ist es nicht knifflig. Es ist halt hammer random. Wir müssen jetzt halt gucken, was der Typ da unten rechts macht. Er geht nach unten. Okay, er bleibt wieder hoch. Also er muss entweder nach ganz oben durchgehen. Und dann fallen wir aus schon. Vor lauter Aufregung. Oder er muss nach unten rechts da irgendwie weg. Jetzt sind 4 hier oben. Okay, das sieht euch schon mal ganz gut aus. Konnte ich hier schräg laufen? Ja, ich kann hier auch schräg laufen. So, wenn die... Scheiße, jetzt ist der da hinten am Ausgang. Ja? Nein, nie hoch. Geht alle hoch. Hoch! Jetzt backen ihr. Jetzt geh nach oben. Geh nach oben. 2 Ich weiß nicht, was das Abhocken bringt. Das kann ich eigentlich. Ja, hier hätte ich durchgekonnt vorhin. Dann hätte das geklappt. Da war ich mir nicht sicher. Boah, jetzt stehen alle 3 da am Eingang. Ich dreh durch. Jetzt kann der eine eigentlich nur nach unten. Oh Gott, das ist so scheiße. Das tut mir leid. Die anderen beiden da hinten. Hier, ich muss das, kann euch das mal zeigen. Ich habe ja Zeit offensichtlich. Die haben sich hier schön verkeilt. Das ist gut, aber der Weg da in der Mitte muss frei sein. So, das könnte jetzt was werden. Oh nein, der ist jetzt schon wieder da im Gang. Meine Herren. Komm halt ganz nach oben oder geh ganz nach unten. Aber lass diese halbherzige Scheiße bleiben. Oh, der klüngelt da jetzt in diesem Gang da hoch und runter. Jetzt ist er wieder unten. Das muss man doch sehen als Entwickler, dass das da... doof ist mit dem Schleichen. Ey, wenn es am Ende nichts, also keinen Unterschied macht, hier durchzuschleichen oder sich durchzumetzen, dann raste ich aus. Komm, ein Feld musst du noch gehen. Ein Feld musst... Was? Ach, der wäre jetzt ein Feld nach oben gegangen, wahrscheinlich. Und deshalb hat er mich gesehen. Ach, kacke. Er hätte noch ein Feld nach links gemusst, dann hätte ich straight durchgehen können. Aber so ist jetzt halt kacke. Da ich jetzt nicht richtig geschaltet.
Das war jetzt die Chance. So, dann, ah, er geht direkt nach unten. Vielleicht ist das der Clou. Vielleicht sollte ich einfach jetzt, wenn er nach oben geht, direkt wieder die Move-Routen zurücksetzen. Und wenn er nach unten geht, habe ich nämlich gute Chancen. Ja, er geht jetzt nach rechts weg. Ah, jetzt machen die mir oben aber Querelen. Geh halt irgendwo hin und latsch nicht die ganze Zeit gegen den Stein, du Trottel. Ah, jetzt steht der am Eingang rum. Ey, irgendeiner von euch muss sich immer da reinquetschen, oder? Ihr habt ein riesiges Areal, wo ihr euch hinbewegen könnt. Aber nein, irgendeiner von euch hirnverbrannten Idioten muss immer den engsten und schmalsten und behindertsten Weg nehmen, um mir richtig auf die Nüsse zu gehen. Ja, jetzt will der andere auch noch rein. Ja, komm, reiß mich auseinander. Das resette ich direkt. Ich werde, wenn ich jetzt lange genug gewartet hätte, wären sie irgendwann alle fünf da drinnen gewesen in dem Gang. Ich weiß nicht, was die daran so geil finden, sich in diesen Gang zu verkeilen. Alter Verwalter. Genau hier, wenn dieser Dialog vorbei ist, müsste eigentlich ein Autosave, also einen automatischen Speicherpunkt kommen, wo man. Er geht nach unten, das sieht schon mal gut aus. Jetzt kommt die wieder nach oben. Zu früh gelobt. Oh. Boah, Alter, ihr seid so behindert. Drei von fünf Viechern stehen da im Gang. Was soll ich machen? Das sieht gut aus. Jetzt muss nur noch der da unten sich mal entscheiden, sich zu verpissen. Hau ab! Oh, ey. Komm, nur noch einen Schritt. Jawohl. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh. Diese Monster sind überall. Ich muss mich verteidigen. Jetzt kämpfen wir doch. Ey, wenn das jetzt keinen Unterschied gemacht hat. Muss ich Wellenheimer mal fragen. Ich bin gerade richtig entkräftet. Ja, ich habe da bestimmt jetzt eine halbe Stunde in diesem fucking Raum gewartet, dass ich mich da durchschleichen kann, wenn das jetzt alles umsonst war. Boah. Ja, boah. Endlich beim Ausgang. Und jetzt zurück zum Schloss und auf meinen Bruder warten. Beim Friedhof abgefangen oder was? Da scheint irgendwas zu passieren. Da ist früher nicht so. Oh Gott. Was zum? Wieso sind diese Monster hier? Verdammt, wie viele gibt es denn von diesen Mistdingern? Nicht genug, meinen Zorn zu befriedigen! Hass, 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 Hass! War denn das? Ich hab immer so ein Spiel. Hölle, 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 Hölle! Ah! Bin ich pissed, Alter. Diese Kackviecher. Oh, hier ist noch Heilung. Huh. Ist ja unter dem Baum versteckt. Probiert ihr euch zu verstecken vor mir? Das wird nicht klappen! Wir liegen in den Mistgeburten. Ist ganz genau, dass ihr hier seid. Verdammte Kreatur, und Dark ist mir bei ein paar Antworten schuldig. Und wie? Sah das Schloss immer schon so zerstört aus? Da habe ich mich gerade ganz besorgt. Schlossruine. Dann wollen wir mal anfangen.
Womit? Diese verfluchte Insel. Ja, aber ich muss wissen, was passiert ist. Obscura muss hier sein. Ich habe eigentlich was Wichtigeres zu tun, aber das muss warten. Was treibst du hier nur, Schwester? Wir spüren da. Viele Fähigkeiten. Haben. Das ist wahrscheinlich ein Feuermal. Die Stimme. Es ist so übertrieben lässig einfach. Während sie da steht. Steht er einfach. Wir Bauern. Pisst euch. Total cool. Speichern auch mal das. Alter, in den Bäumen da versteckt. Er zieht die halt auch richtig ran. Während Obscura sie. Ich hab mich gar nicht geheilt gerade. Ich hab gerade Heilung eingesammelt ohne Effekt. Nice. Was waren das für Kreaturen? Die Insel ist doch verlassen. Ach, sie hat da Blut von dem Vieh verstreut. Damit es jetzt aussieht, als wenn sie dort blutig liegen würde. Meine geliebte Schwester. Sie ist tot. Das hättest du wohl gerne, was? Was? Du bist am Leben, aber... Du hast mich zum Sterben auf dieser verlassenen Insel zurückgelassen. Ich kenne die Wahrheit, du Bastard. Was? Warte, du hast es nicht. Lüg mich nicht an! Sag mir die Wahrheit oder ich werde dich auslöschen. Okay, du willst die Wahrheit, hier ist sie. Deine noch unkontrollierbaren Kräfte könnten fatal für die Welt sein. Fatal für was? Deinen Plänen? Lass es mich so ausdrücken. Über was soll ich herrschen, wenn du alles zerstört hast? Ich musste dafür sorgen, dass du mir nicht in die Quere kommst. Und aus diesem Grund hast du mich auf einer Insel mit Monstern zurückgelassen? Von den Kreaturen wusste ich nichts. Ich nehme an, diese Insel sei verlassen. Aber wie auch immer, verhalte dich ruhig und du darfst weiterleben. Du entscheidest nicht über mein Leben. Ich mache, was ich will. Geh einfach. Tja. Genug. Du lässt mir keine andere Wahl. Ich werde dich verbannen. Verdammt, du bist stärker geworden. Verschwinde endlich. Na egal. Ich gebe dir noch eine Chance. Komm nicht in die Quere, Obscura. Irgendwann wirst du das bereuen. Aber dann komm nie wieder an. Ein neues Facet. Und sowas nennt sich Bruder. Oh, wir können nochmal speichern. Passiert hier noch was? Ja, es geht weiter. Was kommt jetzt noch? Schade, ich hätte gehofft, wir können Dark noch ein bisschen länger spielen als für den einen Kampf. Ich guck mal. Wir gehen erstmal unserem Bruder hinterher. Okay, da passiert nichts. Gehen wir mal in den anderen Raum. In dem anderen Raum endet das Spiel für gewöhnlich. Ich spüre was. Oh, sie läuft für alleine. Oh nein, diese verdammten Kreaturen greifen mein Schloss an. Es ist doch nicht vorbei. Oh mein Gott! Oh nee, das war schon genau der richtige Skill. Bam! Ihr verdammten Scheißviecher! Oh Gott. Oh Gott, Alter. Oh Gott, das war doch irgendwie härter, als ich erwartet habe. Ich dachte, so ein Vieh, wenn es stirbt, dann bricht es ja so zusammen. Ich dachte, dass, wenn ich das erste umbringe, ich dann immer über die rüberschlagen kann, um quasi die nächsten zu kriegen. Aber dem war dann doch nicht so. Widerliches Dreckspack! Wer auch immer mich angreifen will, wird ausgelöscht! Okay, da kommt nichts weiter. Aber warum sind die Viecher da? Die scheinen ja irgendwie
dann nochmal hingebracht worden zu sein. Keine Ahnung, die waren ja ursprünglich nicht da. Ich will zuerst mein dämonisches Schwert ablegen. Ja, dann mach halt. Das legst du, glaube ich, mal hier hin, oder? Ja. Irgendwann wirst du deinen Verrat noch bereuen, Dark. Ganz bestimmt. Aber das ist dann nicht mein Problem. Ich werde schon klarkommen. Krass. Ich finde es wieder schade. Ich hätte ja gerne Dark noch für ein, zwei Kämpfe gespielt. Vielleicht ein Bosskampf mit Dark wäre noch geil gewesen irgendwie. Aber ich bin echt gespannt, nachdem jetzt, weil ich glaube, in der anderen Version hat Dark sie versteinert, glaube ich. Ja, ich glaube, wenn man nicht stärker wird, dann versteinert er einen. Und ansonsten lässt er uns auch zurück. Ich bin halt echt gespannt, welche Rolle Obscura irgendwann in The Seventh Warrior spielen wird. Also, ob sie denn ein optionaler Boss sein wird oder ein optionales Gruppenmitglied oder ob sie wirklich Main in den Main-Plot mit einbezogen wird. Aber meiner Meinung nach müsste sie halt optional sein. Das wäre für mich so ein Insider. Ne? Dass du, keine Ahnung, Classic einfach irgendwas aus diesem Spiel hier brauchst. Ein Passwort zum Schluss, was du dann eingibst in The Seven Warrior. Und wenn du das Richtige eingibst, dann kannst du Obscura rekrutieren. Einfach, das wäre so. Obscura loves you. Kennt ihr Suikoden? Suikoden ist ein Spiel und eine Spielreihe. Eine Spielreihe, wo man. Genau, man kann noch ein Outfit wechseln. Ich wusste den Code nicht mehr. Das geht auch noch. Ja. Das ist eine Spielreihe, wo man irgendwie 120 Charaktere spielen kann. Und meine persönlichen Lieblingsteile, und ich finde, die einzigen wirklich guten Teile sind Teil 1 und 2. Das sind beides PlayStation 1 Spiele. Und man hat die Möglichkeit, den Hauptcharakter, den man im ersten Teil gespielt hat, in das zweite Teil zu holen, indem man vom letzten Endboss vom ersten Teil halt speichert. Und zu Beginn vom zweiten Teil fragt er dich, willst du einen Spielstand aus Suikoden 1 laden? Und wenn du das halt machst und du hast den richtigen Speicher an den richtigen Punkt gespeichert im ersten Teil, dann kannst du den ersten Charakter mit da reinholen. Ansonsten passiert absolut gar nichts. Und das Spiel weist sich auch nicht darauf hin, ob es richtig oder falsch war. Du musst halt erst irgendwann im Late Game hast du die Möglichkeit, ihn zu treffen. Dann erfährst du erst, ob das geklappt hat. Ja? Aber so kann ich mir das hier halt auch vorstellen. Dass du halt Obscura gespielt haben musst, dieses Spiel gespielt haben musst, um Obscura im Main Game freizuschalten. Das würde ich persönlich hart feiern. Aber es ist, kann verstehen, was nicht gemacht wird, wäre irgendwie Quatsch, weil du dann einfach, ja, die RPG Maker Spiele spreaden nicht so weit, wie das nötig ist, um dann den Gag wirklich wahrzumachen. Spielt jemand Seven Warrior und weiß nicht, dass es dieses Spiel gibt und kommt nie in den Genuss von Obscura, wäre auch Quatsch. Ich würde es cool finden, aber ich kann verstehen, was nicht gemacht wird. Ich bin echt, echt gespannt, was aus diesem Plot gemacht wird. Ja, jetzt habe ich das Spiel so oft hintereinander gespielt, um diese Sequenz zu kriegen, dass ich jetzt direkt noch einen Speedrun starten werde. Den werdet ihr aber hier nicht finden. Wahrscheinlich wird ein Link dazu auch noch in der Beschreibung sein. Und ja, mal schauen. Ihr könnt ja mal, wenn ihr das hier seht, wetten, schätzen, wie lange ich brauche, um das Spiel einmal so straight durchzuarbeiten. Ansonsten, ich fand es mal wieder geil, Obscura zu spielen. Den neuen Content finde ich super. Auch wie gesagt, ein, zwei Kämpfe mit Dark mehr hätte ich geil gefunden, weil ich glaube, den Charakter hier in dieses Spiel zu implementieren, für einen Kampf, ist glaube ich ein Aufwand, der sich überhaupt nicht gelohnt hat. Da könnte noch irgendwas kommen. Ich weiß noch nicht, was für ein Boss Dark da erwarten könnte. Also, keine Ahnung. Aber es gibt ja so viel, die vor den Allesfressern ja schon diese Zombies und den Priester und die Skelettritter und alles. Da kann ja auch irgendein Plot hinterstehen, weil so verlassen kann die Insel ja nicht sein, wenn es da einen Friedhof gibt. Dann muss ja zumindest mal irgendwas gewesen sein, vielleicht ist davon ja noch irgendwas übrig, keine Ahnung. Nur meine 2 Cent dazu, ich sag mal bis zum nächsten Mal, euer Modo. Macht's gut.